Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Diembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Und zwar heute zum Thema Trainingsplan für Anfänger. Was tut der Anfänger mit dem Wille abzunehmen? Trainingsplan. Erstmal Trainingsplan, nichts mit Ernährung. Dass Ernährung genauso wichtig ist, mindestens so wichtig, wisst ihr. Ich weiß, dass ihr das wisst, weil es von mir gibt schon einige Clips dazu. Heute geht es um das Thema Training, Krafttraining. Wie sieht das Trainingplan aus? Was sieht der Trainingsplan aus? Grundsätzlich ist es immer ganz gut, wenn man überhaupt einen Plan hat. Warum ein Plan? Ein Haus ohne Plan funktioniert nicht. Ein Geschäftsmodell ohne Plan funktioniert nicht. Ein Auto zu bauen ohne Plan, nichts funktioniert ohne Plan. Selbst der Eingeborene in Südafrika, ganz, ganz, ganz weit ohne Zivilisation, hat einen Plan und eine Hütte gebaut. Und genau deswegen ist es auch ganz gut, selbst dass der Anfänger eine Planung hat. Und grundsätzlich als Anfänger sollte man natürlich, kann man zu Hause trainieren, man kann im Fitnessstudio trainieren, man kann Outdoor im Trimdiebfahrt trainieren. Das sind alles Dinge, die man machen kann. Grundsätzlich, erster Tipp, nichts übertreiben, nichts überstürzen. Sehr oft erlebe ich gerade Anfänger, jetzt haben sie sich entschlossen, jetzt will ich was machen und jetzt wird die Ärmel hochgekrempelt und jetzt muss Rom in 2 Tagen stehen. Das funktioniert nicht. In der Regel, die, wo am Anfang zu übrig übereifrig sind, die, wo am Anfang zu unmotiviert sind, das sind die, wo oftmals sich so verausgaben, dass irgendwann der Punkt X kommt, da haben sie keine Lust mehr, sind kaputt und sind fertig, weil sie sich einfach überschätzt haben, ausgelaugt haben und dann ist dahin mit der Motivation. In den wenigsten Fällen kommen sie wieder rein, beziehungsweise sind dann wieder halb sehr aus, dann versuchen sie wieder ein halb sehr rennen, raus. Deswegen ist gut, Step by Step. Ein Trainingsplan für einen Anfänger. Klar, wenn der Anfänger noch keinen Plan hat, überhaupt für nichts einen Plan hat, ist es natürlich ganz gut, auch mal einen Trainer zu engagieren, um einfach mal grundlegende Dinge zu besprechen. Der Tennisspieler, der gut Tennis spielen will, der Golfspieler gut Golf spielen will, was auch immer, der nimmt sich auch mal eben einen Tennislehrer, Golflehrer und somit sollte man auch in der Lage sein, ein bisschen was zu investieren. Einfach ins Fitnessstudio zu gehen und sich anzumelden und zu hoffen, dass alles allein funktioniert, ist in der Regel nicht der Fall. Für 19,90 Euro, 14,90 Euro, 29,90 Euro, was auch immer, habt ihr keinen eigenen Trainer mit dabei. Grundsätzlich kann man sich natürlich auch im Internet informieren, nur ist es da schwierig, weil dann natürlich einen Haufen Spezialisten rumhampeln, die irgendwelche Dinge erzählen, die so nicht richtig sind. Ich kenne da einen, der heißt Mr. T, da könnt ihr mal reingucken zum Thema Trainingstechnik, Trainingsmethoden und so weiter, Grundregeln. Da erfahrt ihr mit sicherlich einiges, das euch weiterhilft, auch als Anfänger. Grundsätzlich, der Anfänger sollte einen Plan haben und der Plan sollte so sein, dass man gerade in den ersten 4, 6, 8 Wochen eben 45 bis maximal 60 Minuten trainiert. Für den technisch Unversierten ist es ganz gut, wenn er überhaupt erstmal, wenn er keine große Anleitung hat, eben maschinengestützt trainiert, das heißt gewisse Maschinen nutzt zum Trainieren, um einfach auch mal ein gewisses Körpergefühl aufzubauen. Wer die Chance hat, einen guten Trainer hat, der kann eigentlich direkt, wenn möglich, soll der Trainer entscheiden, auch direkt in den Freihandelbereich gehen. Warum? Weil die Freihandel natürlich viel wertvoller sind, weil unser Gehirn mehr arbeiten muss. Maschine gibt den Bewegungsablauf vor, bei der Freihandel müsst ihr den korrekt steuern und zwar komplett alleine steuern. Geht natürlich nur mit versierten Trainer. Also 45 bis 60 Minuten Training, ein Tag Training, ein Tag Pause, ein Tag Training, ein Tag Pause, dreimal die Woche, vielleicht auch nur zweimal, wenn ihr mehr Zeit habt, dreimal ist eine ganz gute Zahl, da kommt ihr ganz gut hin, wer mehr Zeit hat, kann auch mehr gehen, aber am Anfang nicht übertreiben, die 60 Minuten Trainingszeit würde ich nicht übertreiben, eher tendenziell 45, ich würde auch in der Anfangszeit mit sehr leichten Gewichten arbeiten, um überhaupt erstmal den Bewegungsabläufe richtig zu kontrollieren. Viele Jugendliche und viele heranwachsende Männer mit 18, 19, 20, auch früher schon, die haben so eine Priorität im Bereich, ich will aussehen wie Gorilla und nutze entsprechend große Gewichte. Das ist oftmals nicht richtig, weil die Bewegungen eben nicht richtig ausgeführt werden. Deswegen ganz guter Tipp am Anfang, auf gar keinen Fall überlasten, auf gar keinen Fall zu große Gewichte nutzen. Wiederholungszahlen 8, 10, 12 Wiederholungen. Für den Neueinsteiger teilweise sogar 12 bis 15 Wiederholungen. Schön langsam und kontrolliert ausgeführt. Auf die Atmung achten. Und wenn möglich, immer wieder nach ein paar Einheiten einen Trainer fragen im Studio, wenn er da ist und eine Ahnung hat, kann man, guck mal bitte, was ich das richtig mache.
Weil sehr oft erlebe ich es auch, dass viele Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, keine Eigenverantwortung haben und sich nicht trauen, auch mal nachzufragen, beziehungsweise bei Männern, oder ich weiß sowieso alles, wie es geht, ich muss niemanden fragen, das ist richtig, sondern ihr seht euch selber überhaupt nicht von der Seite, nicht von hinten und zumindest ganz gut mal zum Trainer sagen, guckt mal drüber. Wenn ihr zu Hause trainiert, wird es ein bisschen schwieriger, dass er es richtig macht, aber wie gesagt, Mr. T hilft da weiter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr die Bewegung richtig ausführt. Auch mit Körperlastübungen kann man am Anfang Muskel aufbauen. Auch mit Körperlastübungen die typischen Kniebeuge, Ausfallschritt, Liegestütze. Dips am Stuhl, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Seitstützen, Crunches auf dem Boden, ist es möglich für einen Einsteiger, hier natürlich auch ein schönes Programm abzuliefern. Unter Voraussetzung, dass man es richtig macht. Draußen genauso, ihr könnt draußen laufen gehen, ihr könnt Mountainbike fahren gehen, ihr könnt normales Fahrrad fahren gehen, ihr könnt auf einen Trimmdichtpfad gehen. Ihr müsst halt einfach darauf achten, dass ihr euch nicht überlastet, dass ihr hier ganz klar immer Technik vor Last habt. Nochmal zurück auf den Trainingsplan, wenn ihr im Fitnessstudio seid, bei dreimal der Woche müsst ihr hier nicht mit dem Splitplan anfangen, das ist Unsinn, ein Ganzkörpertrainingsplan zum Beispiel, mit einem Pyramidensystem, dass ihr mit einer hohen Wiederholungszahl anfangt, dann das Gewicht steigert, die Wiederholungszahl etwas sinkt. Anfänglich kann man sogar mit gleichbleibender Wiederholungszahl trainieren. Am Anfang geht es natürlich nur in den ersten 4, 6, 8 Wochen, warten wir uns eintrainieren, um das Körpergefühl zu bekommen. Ja, und wie gesagt, das Wichtigste, was ich für euch habe, ist, übertreibt es nicht, seid nicht übermotiviert, ihr habt Zeit, in der Regel steigt ihr ein, ihr seid ja noch keine 85, ja, also dass ihr bald das Zeitliche segnet, sondern ihr habt noch Zeit, nehmt euch Zeit und gute Dinge braucht weil. Das heißt, Rom wurde auch nicht in 2 Tagen aufgebaut und der Kraftsport, wie jeder Sport, den ich natürlich erfolgreich absolvieren möchte, der benötigt eigentlich eine gewisse Zeit und diese Zeit solltet ihr euch nehmen. Warm-up mit dabei, klar, aufwärmen, logisch im Trainingsplan, auf dem Ergometer 5 bis 10 Minuten, ein sogenanntes globales Aufwärmen. Danach an den Geräten oder im Freihandelbereich ein lokales Aufwärmen mit leichtem Gewicht und dann langsam die Belastungsgewichte steigern. Körpersprache im Spiegel sollte sein, ja, ich habe noch meine Gesichtsmuskeln im Griff, nicht als Anfänger, weil das zeigt schon, dass ihr euch völlig überlastet. Ihr solltet natürlich auch hier ohne Schwungbelastungen arbeiten, das heißt hier nicht mit Curls, mit Wippen und nicht mit Schwung und nicht abfedern, solche Sachen solltet ihr sein lassen. Und wie schon mal gesagt, in meinem Playlist findet ihr Themen und zwar Trainingsmethoden, allgemein zum Thema Krafttraining und da gibt es einfach ganz, ganz viele Verweise. Müsst ihr euch ein bisschen Mühe machen, müsst reingucken und müsst euch informieren. Also an alle Anfänger, geht vorsichtig um, ihr seid zwar nicht aus Porzellan, aber gerade am Anfang ist doch die Verletzungsgefahr relativ hoch und dann macht es schnell keinen Spaß mehr. Also, das war's, Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe alias Mr. T, der gerne Empfehlungen gibt und zwar heute auch wieder eine Reaktion auf allgemeine Anfragen über alle Kanäle. Andreas Wienbacher, Personal aus Karlsruhe. Arrivederci!